Ja, ein wunderschön. Ja. Es folgt ein Minecraft Let's Play. Das Ding kann man weg. Ja, ich habe mir ja, mit Attack on Titan ein bisschen das Head vertrieben. Ist ja auch egal. Ich wurde gebeten von Klassenkameraden. So, mein Test. So, wir wollten eine Bahnstrecke bauen, so war ich mir in Erinnerung. Dazu loggen wir uns erstmal ein. Okay. Unser Server ist gerade leer. Okay, okay. So. Niemand ist on. Haben wir ja soweit so gut Ruhe. Sehr schön. Also, wir haben in der letzten Folge Holz geschlagen. Ja. Das heißt. Steine haben wir. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die Brücke nochmal bauen werde. Gut. Auf jeden Fall haben wir erstmal Steine. Wir haben Holz. Sollte also erstmal alles. Na gut, Gleise werden wir natürlich noch sehr viele bauen dürfen, denn. Ganz klar. Gut. Es regnet gerade. Sehr heftig. So. Zuallererst gucken wir, wo wir die Strecke überhaupt lang legen. Oh! Eine Becky kam gerade auf. Becky, ne? So. Ich versuche hier ungefähr so einigermaßen bündig anzukommen. Die Frage ist, wie uns das Terrain das zulässt. Ah. Mein Rechner heult gerade. So, hier müssten wir dann ungefähr anlegen. Dann schwimme ich einfach mal in die Richtung. Wir haben ja ein Schiff, ne? Ein Boot. Ne, haben wir nicht. Wir haben auch keine, wir haben auch keine Werkbank mitgenommen. Wow, ist ja. Wow. Ach, leck mich doch. Schon wieder instant verkackt. Gut, dann holen wir uns erstmal eine schöne Kiste. Da komm. Alter, ist aber gut hier. Da ist kein Baum, da ist kein Baum, da ist kein Baum. Gut, kann ich jetzt hier hoch. Yay, geschafft. So. Also jetzt mal nochmal überlegen. Wir brauchen eine Werkbank. Wir könnten uns auch gleich Eisen mitnehmen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Dann können wir quasi schon anfangen mit den Gleisen. Allerdings würde ich erstmal die Brücke als solches bauen. Halt. Da sieht es falsch aus. Hier geht's weiter. So, Werkbank, Werkbank. Wir haben keine, oder? Nope, wir müssen uns also eine zimmern. Haben wir noch Holz? Gut, an Holz haben wir alles dabei. Sehr schön. Das Boot nehmen wir uns noch mit. Ja, das Brot, das lasse ich erstmal hier. Beziehungsweise haben wir schon Kakao? Nein, haben wir nicht. Gut, ja, dann lasse ich das. Das Mehl erstmal da, genauso wie das hier. Erstmal hier aufräumen. Schon wieder so viel kleine Radatsche drin, ne? So, wir haben ein bisschen Fleisch. Fleisch kann dementsprechend auch da rein. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht falsch rum. Welche auch noch gar nicht überhaupt. Also hier ist alles Mögliche drin, ne? Da auch. Wow. Naja, Ordnung confirmed. Gut. Wir haben soweit alles. Dann gehen wir jetzt, wie gesagt, mal wieder zum Ufer. Jetzt haben wir auch unser Schiff dabei. Das ist natürlich relativ sinnvoll, wenn man das Wasser überqueren möchte, dann mal ein Schiff mitzunehmen. Zu Fuß dauert es relativ lange. Darunter geht's immer. Okay. Sagt er und blieb hängen.
Wow. So. Gucken wir mal, wo wir da ungefähr ankommen würden. Vor allen Dingen gucken, ob wir durch protected, durch geschützte Gebiete kommen. Wir können auch die Strecke hier hinten lang bauen, so praktisch über diese Inseln. Das wäre vielleicht designtechnisch gar nicht mal so schlecht, als hier so eine riesenlange Brücke übers Wasser zu bauen. Ich bin verwirrt. Wie machen wir das am dümmsten? Gut, wir gucken erstmal, wo wir hier ankommen. Also hier kommen wir direkt wieder auf Land. Das ist schon mal... Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ah ja, man merkt, dass es regnet. Da leckt es ab und zu mal ein bisschen. Man sieht ja, wie mein Schiff immer ab und zu mal ein bisschen rumspringt. Gut, hier hätten wir... Achso, ist richtig Festland. Ja gut, dann nutzen wir vielleicht mal doch hier das hier. Als Sprungchance. Schwimme ich jetzt gerade überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich will aber auch nicht oben auf die Koordinaten gucken, um mich zu vergewissern. Ah ja, ich will einfach mal müssen, ne? Sieht aber schon echt geil aus hier. Kohle. Ja, auf jeden Fall, wenn wir da dieses ganze Landzungsstückchen. Wow! Okay. Oh, wir laufen auf. Wir laufen auf Benzin. Ja, da würde ich mal sagen, doch, wir bauen uns hier lang und bauen uns hier praktisch einen Tunnel durch das Steinmassiv. Und hoffen einfach mal, dass wir jetzt hier irgendwie mal auf unsere Insel kommen. Ich bin jetzt einfach hier hingeschwommen, weil da Becky war. Ich dachte, sie ist gerade so in der Nähe vom Spawnpoint. Mal gucken, ob ich da nicht einem Irrtum auferliege. Das wäre scheiße. Aha, ich sehe Becky, ich sehe da irgendwas. Ich sehe ein Gebäude. Ja, genau, ja, okay. Okay, das funktioniert also. Gut. Genau, dann ist das hier Richtung Spawn. Das ist nämlich das Gebäude hier nah am Spawn. Genau, Sehenswürdigkeit. Habe ich ja protected. Gut. Dann gucken wir mal jetzt, wo wir uns hier am dümmsten durch den Berg durchbauen. Wir fangen aber direkt von mir aus an und nicht von hier aus. Ja, auf jeden Fall klappt es dann soweit. Sehr schön. Sehr schön. Was ist denn das denn? Das sieht so künstlich aus. Nee. Ja, wir können aber hier einen kleinen Besuch abstatten. Mal gucken, was hier so abgeht. Hallihallo. Gut, hier einer? Ist nicht geschützt, der Bereich. Warum schützen die Leute immer nicht den Bereich? Verstehe ich nicht. Das wird doch dann wieder von hoffenweise Leuten zerstört. Ist doch schade drum. Ah ja. Aber schalten wir das Wetter ab. Ist ja hier. Ups! Wow. Wow. Klar. Das Schiff, mit dem ich mich bewege, ist natürlich auch ein Objekt. Ah Gott. Wenigstens läuft es jetzt wieder flüssig. Das Opfer, mein Schiff war also nicht umsonst. Ich werde es vermissen. Achso, haben wir eine Werkbank dabei? Fuck, ich wollte doch eine Werkbank bauen. Ah ja, ist jetzt auch egal. Wir laufen erstmal zurück, können wir jetzt gleich mal hier noch ein bisschen den Berg bestaunenderweise gucken, ob hier nicht doch noch irgendwas drauf ist, was ich damit denn kreuzen würde. Und hier geht's wieder runter. Sehr nice! Ich will ja nicht runterfallen, das würde auch schwer tun. Wow! Wow! Sieht schon nicht schlecht aus hier. Aha, das sieht geil aus. Ja gut. Ja, wie gesagt, wir werden sehr viel Eisen brauchen, für die ganzen Gleiter natürlich, klar. Damals, als ich die anderen Bahnstrecken gebaut habe, habe ich auch Unmengen an Gleise verbraucht.
Ich hoffe mal, das sprengt den Rahmen eines Let's Plays nicht, weil wir werden viele Höhlen suchen dürfen, um das ganze Eisen zu suchen. Oh Mann, Alter. Echt ein Bullshit. Oha. Sieht nicht schlecht aus. Ja, also hier werden wir auf jeden Fall eine Brücke rüberbauen, tatsächlich, übers Wasser, einfach direkt. Das ist auch ganz praktisch, dass hier so eine Sandinsel ist. Ja, und dann geht es aber hinter mir direkt aufs Land rauf und dann werden wir uns praktisch durch das Felsmassiv bauen. Schwere Sprache. Ja. Sollte denn so gar nicht mal so schlecht sein. Das wird ein langwieriger Prozess. Ich sollte mal was essen, wobei, nein, noch nicht. Mein Schiff. Mein Schiff ist Geschichte. Schiff. Die Frage ist doch gerade, auf welcher Höhe bauen wir die Brücke? Bauen wir die auf Flusshöhe oder bauen wir die da oben auf die Höhe? Das wird dann die gesamte Strecke ein bisschen nach oben versetzen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ja, nee, da hinten ist alles flach. Es wäre also sinnvoll, maximal so 4 Steine über dem Wasser zu bauen. Von daher müssten wir uns hier praktisch dann ein bisschen hochfahrenerweise hoch erhöhen. Wir bäumen schon wieder hier. Wir hatten die alle gepflanzt. Epic? Ich dachte eigentlich immer, Epic schreibt man mit I. Wie viele sind nicht gerade bei uns? Müsste eigentlich nur die beiden sein, oder? Status? Ja, genau. So, 3 Leute auf dem Server. Sehr schön. So. Gut, hier geht es auch wieder ein bisschen runter. Vielleicht macht es sich dann von da sowieso an, hier so als Tunnel zu bauen. Die Frage ist, ich könnte eigentlich den Tunnel sogar hier reinzimmern. Das würde dann hier direkt an unserem Raum vorbeigehen. Ja doch, das macht sogar Sinn. Lol, okay, okay, okay. Ja. Dann machen wir das genauso. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein neues Boot. Für Boote brauche ich 5. Heißt also, ich muss 3 Dinge opfern. So, dann habe ich einmal noch Holzkiste. Ja, danke. Hä, wieso kriege ich jetzt. Hä? Hat die doch schon längst. Willst du mich verarschen? Danke. So. Okay. Oh, unsere Spitzhacke ist bald leer. Gut, erstmal gucken, von wo bis wo geht unser Raum. Wir haben 3 Einbaubreite, heißt also 4 insgesamt. 1, 2, 3, 4. Ah, da ist doch wesentlich weniger Platz, als ich dachte. Ah, wir haben gerade mal 3. Gott, dann hören wir hier den gesamten Berg aus. Ist ja. Mal gucken, wie es aussieht. Das könnte ich optisch sogar. Mal gucken, wie es wirkt. Dann haben wir praktisch so ein kleines Sichtfenster nach draußen, weil der Tunnel, der versiegt den auch relativ, weil der Berg, der, also hier geht es ja hoch. Das heißt also praktisch, der Berg, der hoch geht, wird dann unser Tunnel früher oder später wieder verdecken. Also hier die Seite vom Tunnel. Ist ja praktisch, hier geht der Tunnel lang, bleibt aber gerade durchgehend. Aber hier am Anfang dürfte man ein bisschen was von außen sehen können. Mal gucken, wie das denn wirkt. Ja, siehst du, hier wird nämlich der sichtbar. Aber halt nur auf einem kleinen, schmalen Grat. Das könnte vielleicht sogar optisch gar nicht mal so schlecht werden. Da dürfen wir denn. Ach ja, wow, Spitzhacke. Wow, Spitzhacke natürlich schon gleich wieder kaputt. Spitzhacke. Wo haben wir unser Eisen? Hatten wir nicht Eisen? Eisen? Ach ja, das habe ich ja in die Endertruhe gepackt. Fuck. Wir brauchen eine Endertruhe. Dazu muss ich aber erstmal in den Nether. Fuck. Ich
Ich war doch gerade auf dem Land da hinten. Hätte ich mir doch gleich Eisen holen können. Ja, komm, wir bauen jetzt einfach ein bisschen Werkzeuge hier aus Steine. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das war schon wieder Quatsch. Ich brauche doch erstmal Holzstäbe. Danke. Vier Stück sind jetzt nicht so viel. Ja, dann werden wir also dann in der nächsten Folge dann erstmal am Anfang wieder ein bisschen wandern. Und zwar zur Endertruhe und zwar ein bisschen Eisen holen. Das wird ja so nichts. So, jetzt haben wir immerhin. Wir haben zwei Spitzhacken. Zwei Äxte. Naja. So, hier haben wir sogar einen künstlich, klar. Einen natürlichen Prellbock. Seht ihr? Und hier. Hier geht dann der Sand quasi ein bisschen immer weiter hoch, sodass praktisch dann der Tunnel im Sand irgendwann verschwindet. So habe ich mir das praktisch optisch gedenkt. Ich hoffe, die Plan geht auf. Der, die das Plan. Licht. Ich brauche Licht. Ganz viel Licht. Bin doch hier kein Maulwurf. Ja, da steht dann also praktisch unser nächstes Projekt dann auch schon fest. Wir gehen in den Nether, damit ich mir mal so eine Ender-Chest mal zusammenzimmern kann. Dieses. So. Ist doch schon, sitzen wir unten im Felsmassiv drinne und können in aller Ruhe bauen. Oh, Kohle. Eine Schippe. Gut, hier müssen wir uns überlegen, das hier kommt noch weg und der Rest kann eigentlich da bleiben. Oh, da habe ich da Sand geklaut. Schupp. Gut, okay. Genau. Ja, der Baum hier, der muss dann natürlich weg, klar. Der bringt uns hier erstmal nicht allzu viel. Ist ja schon wieder ein großer Baum, oder? Wird doch nicht spät. Ich sehe auch noch so einen Baum. Ups. So, wir gehen mal ganz kurz hier. Was ist denn hier ein Schwein? So, wir haben hier. Komme ich jetzt mal wieder einen Baum hin, einen Baumstamm, ansonsten sieht es hier zu kacke aus. Und das wäre dann das da. So.
Dann sieht das aus, wie als wenn hier ein normaler Baum gewachsen wäre. Das geht dann. Optik ist wichtig, ja. Das Problem ist, hier an der Seite müssen wir auch alles wegreißen. Hier ist aber zum Glück kein Baum drauf. Sehr schön. Dann ist das ja auch gar nicht mal so schwer. So, dann wird der Boden erstmal schön gleichfarbig gemacht. Also das hier ist kein Problem, aber hier dieses rote Stein, das nehme ich mal raus, genauso wie das blaue. Damit der Boden wenigstens einigermaßen homogen wirkt. Müssen wir also bei Zeit noch mal wieder Stein brennen. Achso, Quatsch, muss ich ja gar nicht. Hier kommt ja eh dann Steine drüber. Diese Bahn hier sieht man ja später gar nicht, aber die hier sieht man. Danke. Das sieht man später auch nicht mehr. Hat auch wieder Sand hin. So. Was soll ich jetzt hier noch gleich? Ich wollte Stein holen, genau. Ach schon, wir haben sogar Diorite. Davon habe ich sogar eine ganze Menge. Dann stopfe ich am besten die Stellen am besten erstmal mit Diorite aus. Statt dafür Kohle zu verschwenden, um Steine zu brennen. Klopfer, das geht dann auch. Aber wie gesagt, Diorite ist ja sowieso, ich sag jetzt mal, erlaubt. Ne? Dann haben wir jetzt ein bisschen Abwechslung drin, aber eben, das mit dem roten und dem blauen werden zu stark. Von daher. Die Frage ist, was machen wir mit der Decke? Bei der Decke können wir tatsächlich so einen Stein nehmen. Das würde gar nicht optisch so scheiße aussehen, weil die Decke, die würde man ja im Echten sowieso neu reinziehen. Ne? Das heißt also, wenn die komplett künstlich angelegt aussieht, dann ist das auch gar nicht mal so schlimm. Wir gehen mal bis dahin, gucken, ob der noch weiter Sand kommt. Ja, scheiße. So. Ja, komm her. Fuck you. So, bis da hinten besteht die Decke aus diesem Cobblestone. Auch wenn diese Textur immer aussieht wie Ziegel. Keine Ahnung, warum das hier Cobblestone darstellen soll. Warum die so eine Textur genommen haben dafür. Ist aber in Minecraft, glaube ich, nicht anders. Von daher haben sie sich dort einfach an das Vorbild gehalten. Ja, die Kohle kommt da noch raus, keine Angst. So. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht hier alles aus wie künstlich reingezogen. Den nehme ich da auch noch mal raus. So, dann sieht das doch alles aus wie. Ja, halt korrekt. Ne? Gut, hier kommt jetzt Diorite rein. Oh, habe ich jetzt einmal Diorite? Das macht keinen Sinn. Egal. Vielleicht habe ich das ungünstig aus der Kiste genommen. So, die Frage ist, wie offen lassen wir das hier? Sieht es, wenn ich das jetzt hier so mache, scheiße aus oder kann man das echt so lassen? Ah, doch, das kann man sogar tatsächlich fast so lassen. Oder sollte ich überall noch eins weiter höher gehen? Hm. What the fuck? Und dann mit dir. Na komm.
Ah, komm, fuck off. Nee. Das machen wir hier zu komplett. Und hier klatscht man noch ein bisschen Sand dran. Komm, 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 komm. Ja, jetzt geht doch. So, hier machen wir wieder alles zu. Ah doch, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Kann ich die Vegetation wieder einarbeiten? Ich nehme mal weg. Ich auch. Wobei sie passt dem Stein hier nicht wirklich. Andererseits, nee, so schlimm sieht das gar nicht aus. Gut, wir lassen es erstmal so. Können wir später nochmal umarbeiten, wenn es wirklich so auf Dauer scheiße aussehen sollte. Aber ich bin so erstmal relativ zufrieden mit dem Anfang des Tunnels. Gleich, wow. Ja, das kommt natürlich weg. Dann machen wir hier komplett erstmal sauber. Ich sehe einen Scheiß. Ich setze am besten hier nochmal eine Fackel hin. So. Okay. Kommt jetzt hier nochmal schön Diorite hin. Perfekt. So. Weiter mit dem eigentlichen Tunnel. Beziehungsweise, ja. Mache ich erstmal eine kleine Unterbrechung. In dem Sinne, schau mit V.